Manchmal kann die Ursache für einen großen Schaden wirklich klein sein. Und hierbei ist es ein Japsco Aquafilter, der hier oben gerissen ist. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Und der hat natürlich dafür gesorgt, dass als ich die Wasserpumpe angestellt habe, und zum Glück hatte ich sie aus, das kann ich euch sagen, dann ist das ganze Wasser reingespritzt. Ja, was könnte es gewesen sein? Ich glaube, dass das sowieso ein Problem ist, wenn die hier reingeschraubt werden. Hier sieht man also eine schöne Bruchstelle. Hat auch keinen Frostschaden. Es gab noch gar keinen Frost bei uns. Das ist das Reisemobil, mit dem ich gerade unterwegs bin. Und das ist die Stelle, wo er eingebaut ist. Also einfrieren geht nicht. Heizung war immer an. Und der Wasserfilter ist ordentlich direkt neben der Heizung montiert. Was aber, ich sag mal, vielleicht ein Problem sein könnte, ist, der fängt ja an zu vibrieren wie verrückt. Und an der Stelle, wo er jetzt gerissen ist, das ist die schwächste Stelle, wo das Gewinde mit drin ist. Und ja, dann ist aber zum Glück Folgendes passiert. Das ist ganz witzig. Hier vorne ist eine kleine Öffnung. Die könnt ihr hier sehen. Die hat Concord hier reingebaut. Da ist das ganze Wasser rausgelaufen. Und war vielleicht nicht so viel. Es waren ja nur ein paar Sekunden. Aber was wäre passiert, wenn ich den Schalter an der am Bedienpanel nicht ausgeschaltet hätte? Dann wäre hier der ganze Unterboden, der hier drin wäre, voll mit Wasser gelaufen. Deswegen, also mein Tipp ist A, prüft mal bitte bei diesem Japsco-Filter, wenn ihr einen eingebaut habt, ob er vielleicht schon kleine Mikrohaarrisse hat an der Stelle. Weil der Filter ist sehr schwer. Der leere Filter ist natürlich leer und der saugt sich ja auch voll. Und wenn er dann anfängt zu vibrieren die ganze Zeit, dann ist das hier die Sollbruchstelle. Und mein Tipp ist, kann ich euch gerade mal zeigen. Ich lege den jetzt mal hier rein, also ich hole den gleich mal mit, weil wir noch einen Garantieantrag stellen werden. Mal zumachen. Mein Tipp ist natürlich, macht den Schalter aus. Und das habe ich am Anfang, habe ich gedacht, naja, was wird schon passieren? Kann ja nicht so viel passieren. Aber jetzt ist es genau mir passiert. Das ist der Schalter hier. Da könnt ihr die Wasseranlage ausmachen. Das heißt, wenn ihr aus dem Wohnmobil rausgeht, einfach ausmachen. Das hatte ich auch gemacht. Irgendwie aus einer Umnachtung habe ich den Schalter ausgemacht. Jetzt ist er wieder an. Und der ist bei mir auch so programmiert, dass er automatisch nach 5 Minuten ausgeht. Und da würde ich die kleinste Zeit nehmen. Ich gucke mal gerade, ob das auch stimmt. Also wenn man hier ins Setting geht und hat dann, ich kann selber gucken, Pump Stop nennt sich das Ganze, auf 5 Minuten. Das heißt, er hätte dann nur 5 Minuten lang das Wasser in den Zwischenboden gepumpt. Das hätte aber schon gelangt. Auto hat 350 Liter Wasser. Könnte ich ja vorstellen, was dann passiert wäre. Ja, das kleine Video, um euch vor größerem Schaden zu bewahren. Also prüft das mal, ob hier ein Riss drin ist. Wenn ja, Haarriss oder irgendwas oder da ist, dann würde ich auf jeden Fall das reklamieren.